Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Ja, und aus Gründen, die sehr, sehr bald sehr offensichtlich werden, hört ihr jetzt erstmal mich, die Stimme aus dem Äther. Ja, und wir sind hier in einem Kampf mit Shilluk gegen ein Zubat, offensichtlicherweise. Und ja, wir freuen uns natürlich über die Schieberitzel und ja, wir möchten Stärke einsetzen. Das möchten wir sehr. Und ja, nochmal. Wusste ich doch. Gucken wir erstmal ein bisschen den Stein an. Und laufen dann wieder zurück und die Leiter nach unten. Und ich weiß gar nicht, was ich reden soll, deswegen kommentiere ich jetzt einfach so ziemlich jeden Schritt, den ich ja gerade mache eigentlich. Naja. Ich kann ja mal drüber reden, wie ich das mache, wenn ich merke, oh scheiße, dein Mikrofon war aus, du musst nachsynchronisieren. Ja, meistens habe ich keinen Plan. Ich rede halt eigentlich so immer alles, was mir so einfällt, weil ich gehe da vollkommen unvorbereitet dran. Weil ich weiß, dass ich nachsynchronisieren muss, aber ich plane halt nicht, was ich rede. Tja, ist halt das leider. Und ich kann halt leider mich auch nicht mehr erinnern, was ich da geredet habe, weil, oh Gott, ist die Aufnahme alt. Naja, jedenfalls kämpfen wir jetzt mal ein weiteres Mal gegen einen Wanderer. Wer hätte es gedacht in der Höhle? Und wow, Wasser ist natürlich sehr effektiv. Ich finde es vor allen Dingen gut, dass man hier sieht, wie viel Schaden man genau gemacht hat. Das ist ziemlich gut. Und was schickt das nächste? Ach, ein Kleinstein mit einem anderen Sprite. Okay. Das ist auch gut. Und natürlich noch ein Kleinstein. Hey, wen hätte es gewundert? Das ist allgemein sowas bei Pokémon. Diese stereotypischen Gegner. Du musst nach oben oder unten, je nachdem, wo du hin musst. Nach oben, wenn du raus bist, nach unten, wenn du woanders raus bist. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall nach unten. Und sehen hier schon wieder die nächsten Steine, die wir schieben können. Ja. Und laufen hin und her und gucken die Wand an. Hey. Mach ich denn gerade? Jokula, are you drunk? Also, Jokula, Jokula. Wenn du betrunken bist, gehst du nach Hause, okay? Naja, jedenfalls zurück zum laufenden Programm. Ach nö, ich kann nachsynchronisieren. Oh. Ich bin so doof. Passiert mir aber auch immer wieder. Jetzt habe ich voll krass über Roy geredet und alles. Wie es seine Schuld ist, dass ich heute nicht noch weiter aufnehmen kann. Mann. Oh, bin ich doof. Toll. Super. Jetzt kann ich nachsynchronisieren. Hey. Toll. Roy, das ist deine Schuld. Deine Schuld. Ganz eindeutig deine Schuld. Ach, Roy, du kotzt mich echt an. Furchtbar mit dir. Sag mal, was soll ich mit dir noch machen? Ey, das kann so nicht gehen, weißt du? Das kannst du so nicht machen. Ach, Roy, ernsthaft. Mach mal was aus deinem Leben, ey. Es geht so nicht. Immer deine Schuld, weißt du? Immer deine. Und ich bin auch noch freundlich zu dir, weißt du? Jetzt klapp ich den armen Roy schon wieder. Kann gar nichts dafür. Alter, die Zufallskämpfe. Deutsche Sprache, bitte. Irgendwie, danke. Die deutsche Sprache, ja, die geht mir auch auf den Sack. Nee, die Zufallskämpfe gehen mir auf den Sack. Und hier geht's schon wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe jetzt hier einfach irgendwo lang. Langsam wird's verwirrend. Aquaknarre. Also wenn ich hier irgendwann mal durch bin, habe ich bestimmt auch schon einen Turtok. Der geht schon wieder runter. Wo ich jetzt bin, weiß ich auch nicht. Ach, jetzt bin ich hier. Ach so, okay. Und ich bekomme wieder einen Zufallskampf an den Kopf. Alles klar. Zurück. Zurück vor allem. Flucht, meinte ich eigentlich.
Dann machen wir das da und 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 dann gehen wir mal wieder herüber. Dann machen wir nochmal das lustige Schieberitzel, was ich eben schon wieder verkackt habe. Roy, Mann. Muss das sein? Ist doch nicht normal. Alter, das sind Zufallskämpfe einfach. Das sind einfach keine Zufallskämpfe, das sind ja Rage-Annoying-Kämpfe. Alle zwei Schritte, weißt du? Schon mal wieder ein Trainer. Dank der Blitze meiner Elektro-Pokémon kann ich hier oben etwas sehen. Dann rück doch mal die VM-Platz raus. Nein, ohne die VM bin ich dir nicht mehr überlegen. Aber wenn du mich besiegst, gebe ich dir einen Tipp. Elektro-Freak schickt Vati in den Kampf. What the fuck, was ist das für ein Vati? So ein richtiges Dämonen-Vati. Ja, es war ein Dämonen-Vati. Elektro-Freak schickt Schneepika in den Kampf. Nö. Mach das Surfer, komm. Folge meinem Blick und du findest den Ausgang. Okay. Wildes Kleinstein. Schon wieder. Aquaknarre. Ciao. Sind wir auch gleich Level 22. Toll. Und ich bin total falsch. Und ich fliehe einfach mal aus dem Kampf her jetzt. Mount Kesmi Tunnel. Ich war richtig. Und wieder einmal hat der Camper zugeschlagen. Es gibt kein Entkommen. Ja, der Camper. Camper schickt Taubsi in den Kampf. Ein normales Taubsi sogar. Hey. Machen wir einfach mal Biss. Lassen wir uns mal schmecken. Windstoß, hey. Und nochmal Biss. Na okay, Tackle hat auch gerecht. Level up! Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln, weil es ist nur ein Visor. Und auch kein V-Punkt-Sor. Radfratz. Nö. Nicht wegen dem Radfratz. So, nachdem wir jetzt seine Pokémon alle gegen ein hungriges Glumanda. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ernsthaft? Aquaknarre, Junge. Ich wette, das hätte irgendwas gekonnt, womit sie sich selbst wieder heilen kann. Wird Zeit, dass der Camper endlich vom Server Spiel gekickt werdet. Ihr nervt. Du bist doch bloß eifersüchtig auf meine unglaubliche Fähigkeit. Nee, aber ich mag deinen grünen Körper. Okay. Sind das etwa Annäherungsversuche? Hm? Vermutlich nicht. Wie schon gesagt. Bei Maike möchtest du vorsichtig sein. Sonst stirbst du. Hilfe, ich bin durch den ganzen Mount Kesmi-Tunnel gewandert. Jetzt hänge ich hier oben beim Wasser... Was? Jetzt hänge ich aber hier beim Wasser fest. Meine Stein-Pokémon können doch keinen Surfer erlernen. Was mache ich jetzt nur? Zurückwandern. Mit der Wasser-Pokémon holen. Ich meine, unter der Stadt ist irgendwo eine Eishöhle. Da gibt es ein paar Wasser-Pokémon. Da findest du schon eins. Und natürlich hat er auch wieder nur Kleinsteins im Gepäck. Mit Kamera. Tschalalala. Und ein Zubat. Wow, das ist ja mal was ganz Neues. Level 13 auch noch. Huiuiuiuiuiui. Und Tech. Und wir könnten eigentlich mal Pokédex. Kannst du mir nicht ein Wasser-Pokémon leihen? Nicht nachdem du mich hier einfach angegriffen hast. Ja, das macht Sinn. Ja, komm. Tackle. Zugib, war klar. Und das überlebt er. Alter. Pokéball. Und jetzt haben wir auch schon endlich unser eigenes Visor. Hey. Visor wurde gefangen. Pokédex. Jetzt haben wir hier das hungrige Glumanda. Beziehungsweise das normale Glumanda. Und haben hier Visor. Visor, ein zäh ist aber schmackhaftes Pokémon, das wegen der Nasenohren und der Zielscheibe auf dem Körper bei Jägern äußerst beliebt ist. Toll. Super. Norden Mega Groß City, Süden Route 3.
Osten Mount Kesmi, Westen Route 1. Ja, komm, gehen wir nach Mega Groß City. Ohne Kampf. Weißt du, wo du hier bist? Du bist der größte Stadt überhaupt. Größte Stadt? Hier gibt es nur ein Wohnhaus. Ja und? Die Stadt ist so groß, wir benötigen sogar zwei Läden und ein Pokémon-Center. Ach, bild dir doch nichts ein. Diese Stadt gibt es doch nur, damit man seine Pokémon nochmal nach Mount Kesmi heilen kann. Das könnte wahr sein. Na, ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf. Ich hatte aber auch schon immer den Traum, in einer Großstadt zu leben. Ich bin sofort hierher gezogen, als ich genug Geld dafür hatte. Die Grundstückspreise in einer solchen Metropole sind echt kohärent. Kohärent oder so? Keine Ahnung. Bin der Typ Heiler. Naja, zumindest was. Wow, die ist wirklich... Fahrradladen, jetzt auch mit drei Rädern. Ich wette, wir kaufen uns ein Dreirad. Willkommen. Trank, Super, Trank, Schutz, Euro, bam, 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 bam. Ah. Auf Wiedersehen. Was hast du zu sagen? Die Sortierung in den Märkten ist einfach schrecklich. Erst Tränke, dann Statushalme und dann wieder Tränke. Wieso das Ganze, wie soll ich da das Gesuchte finden? Und vor allem die deutsche Sprache. Und lesen. Die Schule habe ich nämlich auch nicht gefunden. Wer bist denn du? Wie kann es sein, dass diese Ansammlung von Häusern einen Stadtstatus bekommen hat? Ja, du bist nicht der Einzige, der sich das fragt. Ach, schön. So, schmeißen wir das mal wieder weg. Und dann schmeißen wir mal auch noch den hier weg. Und tschüss. Gab's da nicht auch so einen Sound beim runterfahren? Warum waren da gerade Vögel zu? Naja. So, Fahrradladen. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Kaum zu glauben, ein Rad mit eckigen Rädern. Ah ja. Na gut. Hallo, möchtest du ein Rad kaufen? Nur 1 Million Pokédollar das Stück. Bitte was? Wer hat denn so viel Geld? Wenn du nicht genug hast, wir haben gerade ein Sonderangebot. Dieses Rad mit eckigen Rädern kostet 100 Pokédollar. Das ist das letzte Rad, das wir davon auf Lager haben. Du solltest schnell zugreifen. Nein, danke, dann laufe ich lieber weiter. Nein. Alter, ich wollte das mit eckigen Rädern. Mano. Naja, dann laufen wir halt wieder. Und du, es ist einfach nur zum Heilen, oder wie, oder? Okay. Toll. So, Norden Mega Groß City, Süden Route 3, Westen Route 1. Süden? Schätze ich mal. Was weiß ich. Doch schon mal ein Trainer, den wir mal gekonnt umsegelt haben. Ah, schon wieder Meryl. Boah, Alter. Drauf geschissen, ich fange mal jetzt eins. Los. Pokéball. Herzhaft. Muss ich noch einen Superball an dir verschwenden oder was? Meryl wurde gefangen. Was für ein Wunder. Mal sehen, wo wir es haben. Hier. Meryl wird aufgrund der Kugel am Schwanz oft mit einem flüchtigen Gefangenen verwechselt, daher die depressive Einstellung. Das erklärt, warum wir schon heulendes Meryl getroffen haben. Tentara, hey. Jetzt werden wir bestimmt gleich an den Pokémon trainieren. Wenn man denn darf, endlich mal. Darf ich das? Danke. Darf er das? An den Pokémon-Trainern wollte ich gerade sagen, werden wir gleich sehen, wie stark die hier sind und ob wir weiter dürfen. Hilfe, ich kann mich nicht mehr lange über Wasser halten. Ja, hast du Pech. Da schwimmst du auf dem offenen Meer einfach irgendwo. Schwimmerin schickt Meryl. Ja, das war ihn halt. Bis. Und tschüss. Bis und tschüss. Und nochmal Meryl. Aber ein normales. Naja. Krieg trotzdem auf den Kopf. Guten Schlag. Vor allem, guten Schlag ist auch so eine Attacke. Die heißt im Englischen Tail Whip. Das heißt, die wackeln nur mit dem Schwanz.
wenn ich ein Pokémon wäre, ich wäre Mörder verwirrt. Verwirrt. Richtig verwirrt wäre ich. Und noch ein Tentacher. Alter, du gehst mal in den Sack. Ich bin gar nicht so alt. Tentacher schreckt zurück. Wow. Haben wir es jetzt... Alter, wie viele Pokémon hat die? Hat die 6 Pokémon mit? 6 Pokémon. okay, sorry. Es tut mir leid. Naja. Schluckeil 227 EP. Hat man ein Blub. Blub. Okay, die ersäuft gerade und wir hauen einfach mal ab. Ist ja nicht unser Problem, wenn hier jemand verreckt. Das wissen wir ja schon. Celebi. Was? Nein, ich hab nichts gesagt. Alter, wo geht's hier hin? Moment, wir haben eine Karte. Ich könnte einfach mal nachgucken. Karte. Und zwar waren wir gerade hier. Wenn wir hier wieder rüber wären, wären wir Silberwald. Ach so, na gut, ich schätze mal, das sind wir schon richtig. Wir müssen halt nur ein bisschen runter nach Seeplatz City. Hey. Und wieder ein Pokémon-Trainer. Ich bin nicht so wie die anderen Stereotypen, ein Schwimmer ohne Wasser-Pokémon, das hat Ziel. Wenn du Kleinstein mit dabei hast, schlage ich dich. Naja, guten Taubsi, mein. Bis. Und tschüss. Bis und tschüss. Geowatz. Geowatz mit geht mit einem lauten Platscher unter. Schnuck als 732 EP. Vielleicht sind große Felsen auf dem Meer doch keine so gute Wahl. Ja, schon mal schickt Wieso in den Kampf. Nö, will ich nicht wechseln. Schön. Ah, schön, Geowatz. Toll. Da ging wohl irgendetwas schief. Ja, keine Ahnung. Verstehe ich gar nicht. Ach, schön. Das sind so kleine, aber feine Logikfehler in Pokémon-Spielen. Ach, schön, dass da mal jemand was gemacht hat. Finde ich gut. Da verprügle ich sogar einen Meryl als Feierlichkeit. Oh, schön. Ja, daneben mit Tackle. Junge. Mensch. 151. Das heißt, beim nächsten Kampf müssen wir mal wieder Level-Up sein. Und zack. Ach, nicht super Ah, oh, Gott sei Dank daneben. Ich muss angewöhnen, Tentara so Schutzschild. Ist wie verarschen. Braucht keine Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Und noch ein Trainer. Komm, bitte Geowatz. Du darfst bitte 6-mal Geowatz haben. Ich habe die perfekte Strategie für das nächste Wettschwimmen. Wenn du deine Gegner hinter dir lassen willst, schwimm rückwärts. Macht irgendwie Sinn. Ja, und da habe ich mir eine Nacht Besuch bekommen. Toll. Schicki? Ernsthaft? Bis. Und 70. Meryl, okay. Bis. Ich sehe auch, wir neigen uns wieder dem Ende des Parts zu. Und bis. Und bis. Ja, und das dürfte schon gewesen sein. Strategie ist doch geil, oder? Na, so semi. Oh, Mann, diese Zufallskämpfe am Mount. Ist jetzt schon Level 24? Ernsthaft? Wir müssen doch langsam mal da sein, Mensch. Immer noch nicht? Alter. Das hast du gut gescriptet, ernsthaft. Naja, gut, aber bevor wir dann Seeplatz City so richtig erforschen, würde ich einfach mal sagen, an diesem Punkt lassen wir es mal gut sein. Ach, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
wo wir dann Seeplatz City erforschen und, na, gucken, was das Spiel noch so für uns auf Lager hat. Na dann, ciao, Freunde.